Daten zur Ökonomie kann einige Instrumente liefern, die ich Ihnen jetzt beispielhaft näher bringen möchte. Wir wollen also schauen, wie kann man Verhalten steuern, wie kann man diesen Mind Behavior Gap so klein wie möglich machen. Dazu muss man erstens menschliches Verhalten verstehen. Und dann gibt es drei große Instrumente, die Sie hier schon mal gehört haben. Erstens Anreize, komme ich gleich dazu, ist klar. Zweitens Selbstbindung, vielleicht etwas weniger bekannt. Und der dritte Bereich, die Gestaltung der Entscheidungsarchitektur, die bewusste Gestaltung der Entscheidungsarchitektur, der englische Begriff dafür, das Nudging, das Anstupsen in die richtige Entscheidungsrichtung. Richtige Anreize setzen machen wir dauernd, auch im Gesundheitsbereich. Es gibt eine Steuer auf zum Beispiel Zigaretten, Tabakkonsum, sogenannte Sin Taxes, etwas, was wir als Sünde empfinden, das ist der englische Begriff dafür, sagt auch schon im Endeffekt, wie das zu verstehen ist, gibt es in vielen Bereichen, dass wir Steuern haben. Gibt aber auch Belohnungen, Förderungen. Also wenn Sie zum Beispiel von Ihrer Krankenversicherung einen Jahrespass für Ihr Fitnessstudio finanziert bekommen, dann haben wir also eine monetäre Belohnung dafür, dass Sie sich so verhalten, wie Ihre Krankenversicherung das gerne hätte. Mit richtigen Anreizen können wir es manchmal schaffen, diesen Mind Behavior Gap zu überschreiten.